Seite. Wir sind die Zankerrunde. Österreich, der WM Starterfeld. Andi Bösner, Hanke Erhard und Gerhard Winze. Dann haben wir eine Runde. Was du halt tot im Auto legst. Voll wurscht. Voll heiß. Alle vier gezeigt werden, was Stockcar als Sport heißen kann. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Erste Etappe. Johnny Hohl, probiert gleich einmal die Bremse aus. Lenkt hier links, lenkt er. Robert Klee, ist sich mehr als gestern Morgen. Die Wahnsinn, ich habe die Spitze. Und dann sind wir mit dem hin und her bewegen. Mit der vollen Not auf das Finale. Also die Springböcke hinter auf der Pesca, also wie in Höhe sind sie da hinten unterwegs. So, Spitze von Robert Klee und Johnny Hohl. An die Böse schaut sich das Ganze ganz relaxed an. Neben ihm hat sie ja auf der Österreicher in der zweiten Startreihe. Das ist eine gute Ausgangsposition sein. Dann eine rein. Englische Reihe mit Morrison und Smith, Startnummer 11 und 10. Und dann lacht und nicht, Startnummer 10. Don Smart mit der Startnummer 3. Und die Hoffnung, Rudolfing mit der Startnummer 68. Der Blitze! So, Becker macht sie vom Acker. Und schon gibt es eine gewisse Anzeige gemacht. Achtung, meine Damen und Herren, auf die grüne Flagge. Unsere Schiedsrichter. Und los Steigern Sie bis zum dann Schluss, was? Dann warten wir! Österreich kommt noch hier. Wer kommt neben ihm? Ist es die 11 oder ist es hier die 277? Ronald Klee!
Rat ist dann die 70, falls er noch zum Werken kommt. Da sind helfende Hände bei einem Bildern. Und um den roten Lichter. Nicht ja, schlecht. Das ist wie bei der DTM und bei der Formel 1, das wieder ins Cockpit einblendet, ja, wenn die Gelblichtphase in der Rutschphase ist. Ja. Ja. Das ist nicht wie der Fahne. Dann holen. So, aber wir sind abgeschnitten, dann mit Applaus für Johnny Hall. Ja, das ist schon mal alle Gardisten, alle wollen wir nicht wiedersehen. Da wollen wir alle 16 nochmal sehen. Hier mit Hitler, mit dem Abwehrsieg, alle Gardisten, alle wollen wir ihn wiedersehen. Johnny Hall. Ja, doch, wir sind dann wird hier aufgesetzt. So, auf die 68 wird hier aufgegabelt, im ersten Sinne des Wortes, Gerhard Winstein. Das ist ein bisschen weit ausgeschlagen. Gerhard Winstein, er wird hinten auf der Arbeit, wird dann aufgestiegen. Reparieren so lange wie sofort. Ne? Ja, das ist die Technik hier natürlich. Wird der repariert, dann wird der repariert. Ne? Was mit der Rubin ist, dann geht mal ab, zahlt das raus, fahren wir wieder. Ne? Das muss ja auch in der Regel neu ergeben, wo es aber geht, damit auf der Strecke zum Reparieren anfangen. Ne? Aber du tust immer auch, wie dein Auto entweder selbst hineinstrebst oder gar nicht, oder wie das ist, gerade wieder wurscht. So, kann ich auch nicht, kannst du dir auch gehen? Sehr freizügig, sehr freizügig. In der Drivers Area, kann ich auch nicht, kannst du dir auch gehen? In der Drivers Area, kann ich auch nicht, drin, also musst du sein Auto, damit ja alles richtig wird, das ist ein ganz cooler Bursche. So, da drüben gibt es noch Schwierigkeiten bei der Winstein. Und auf Bösner kennt ihr. So, jetzt schauen wir, dass wir den Andi Bösner zum Fahren bekommen. Jawohl! Ui, da hat jetzt aber schon weiß raus, so offenbar hohe Temperaturen. Der Andi Bösner schaut, dass er hier Meter gewinnt. Schauen wir mal, was er macht. Ja, da spuckt er jedes Mal richtig fett. Was er denn für raus? Aber er ist jetzt. Er ist jetzt. So, und auch gehört Gerhard Winter ist da wieder unterwegs. Gerhard Winter, auch wieder zum Thema Rest, jawohl. Das vor der Kühl und der Block ist das verdient den Applaus. Gerhard Winter kommt hierher und wird eingereiht in die dritte Etappe. Gerhard Winter, jawohl! Da kommen eh schon wieder alle langsam. So, das haben wir tun können. So, die Edith wartet auch darauf, hier stehen gelassen werden. Andi Bösen, auf dem warten wir jetzt noch wenige Sekunden, da wird alles probiert, aber das springt nichts mehr an. Was heißt das, glaube ich? Das bin ich für mich. Ja. Halt so. So, Andi Bösner. Seit der Fünfter komplett lauf mit Biss. Kämpfe offenbar vergebens. Mit allen. Um den Restart, da geht gar nichts mehr bei seinem Fahrzeug momentan. Mit hektischer Betriebsamkeit wird da drüben gearbeitet. Aber Morrison, der steht hier bereits. Also sechs verbliebene sind hier aus dem A-Finale. So, wir sind gerade noch bei Halbzeit. Wir sind bei 5 Runden. Aber da wirklich alle Farben voll, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, das ist ja nicht mehr da. So, Andi Bösner, kommt auch wieder in die Startaufstellung. Jetzt schauen wir, dass wir hier die Strecke blinkartig weiterkommen. Unser Abschlussfahrzeug wieder rausbringen und die Motoren heulen wieder auf. Und damit geht's los. Restart! Restart und hier läuft die Sache aufgezeichnet. Die beiden Hände da vorne, die unterhalten sich jetzt noch hier in dieser Restart-Runde. 5 Runden gibt es noch zu machen hier. Hälfte des Abfinals ist beieinander. Und da sind wir ganz gespannt, ja. Wie spannend kann hier Stockcar noch gestaltet werden? Also die Fahrer, die sind da hier drauf und schmerzfrei. Sind die größten durch. Die Unglaublich. Jetzt führt man hier Adrenalin bis auf die Zuschauerringe. Also da ist jetzt alles noch möglich in diesen 5 Runden. Oui.